Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. So, keinen Schock bekommen. Wir sind wieder in der Anaconda, in The Last Horizon, meiner Luxus-Anaconda. Und genau, das heißt, ich war schon auf dem Carrier gewesen, habe die Sache abgegeben. Das war dann 50 Millionen ungefähr an Daten, habe nochmal Tritium nachgefüllt. Und der gute Ossi Jay Isaacs hat uns hier einen Tipp gegeben mit einem roten, nee Quatsch, orangen Riesen sogar. Hier unten das Ding. Und genau, ab hier ist auch die Route planbar. Ab dem Carrier war es irgendwie nicht planbar. Bin auch mal so ein bisschen in die Richtung schon geflogen. Und in Silbersprünge sind wir da. Allerdings wird es wahrscheinlich nicht in der Folge passieren. Gehe ich mir nicht davon aus. Wir müssen gucken. So ein bisschen umgucke. Und zwar, worauf ich richtig Bock hätte. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht finden. Wie es halt so ist, wenn du was suchst. Wasseratmosphäre. Hätte ich nicht mal Lust drauf. Ideal natürlich beim Eisplanet. Oh, das wäre so cool. Das wäre so cool. Ne? Wir gucken uns mal um. Genau. Ja, und dann denkt bei der nächsten Folge auch nach Riese. Bin mal gespannt. Laut Mossi ist der bei der EDSM noch nicht drin. Insofern bestehen gute Chancen, dass er auch noch hier unentdeckt ist. Muss allerdings nicht der Fall sein. Sieh mal dann. MiG 008. Der Name kenne ich auch noch nicht. Ja, bisschen Abstand noch. Okay. Ein G-Stern. Oh, mittlerweile sind wir nur noch 14.800 Lichtjahre von Sol entfernt. Bin mal gespannt, wenn wir endlich auf der Ebene von Sol sind und es wieder steigt. Könnte man auch mal gucken. Ah ja, unentdeckt. Das ist schon mal gut. Oh, N20. Hui. Und man sieht schon, hier ist nicht unbedingt viel los. Also so, was Sterne angeht. Weil, ja, nächster Sprung nur 33 Lichtjahre. Und da könnte man. Moment, wir müssen ja schon mal gucken, ob da überhaupt alles stimmt. Hätte ich das nicht zuletzt was umgestellt? Ah, guck mal da. Das war noch die wirtschaftliche Route drin. Ich hätte selbst was probiert. Okay, aber. Lass uns mal zuerst scannen. Also Eisplanet haben wir schon mal nicht. War da was? Nö. Ja. Ein felsiger Eisplanet. Aha. Eishimmelskörper. Hui. Na, müssen wir uns mal umgucken. Oh. B, C, F. Hui. Doch mehr los als gedacht in dem System. Klasse 4 Gasriese sogar. Hui. Also. Das ist mal schon. Hui. Guck ich das mal an. Sind wir im Kreis einander? Der umkreist das Pärchen. Dieses Pärchen umkreist.
Ist mich verwirrt. Die Zwerg im Kreisen, Anna? Umkreise Dietz. Im Moment. Der du umkreist die. Oh Gott. Und der du umkreist. Also die zwei. Die und der. Wow. Okay. Gasse 4. Gut weit weg. Was bist du? Auch gut weit weg. So, lass mal gucken. Ein naher Orbit F1. F1? Ach du. Oh, das würde ich mir gerne angucken. Oh, aber so weit. Also für die Folge. Nein, wir gucken es ja schon mal. Hier was anderes finde. Terraform Mapper ist hier nichts. Also switchen wir mal kurz hier um. Sauerstoffatmosphäre. Argonreich. Neonreich, Neonreich. Okay. Keine Biosignale. Aber, dass du hier F1 ist ein naher Orbit, das will ich sehen. Insofern habe ich jetzt ein bisschen Strecke vor mir. Das dauert jetzt für die Folge ein bisschen zu lang. Also schneide mal das einfach raus und wir sehen uns dann kurz vorm Anflug wieder. So, da sind wir wieder. Also noch ein bisschen entfernt, aber noch nah genug oder weit genug entfernt, dass man auch sieht, wie sich die Sternpaare hier so auflösen untereinander. Was immer ganz interessant ist. Moment, wir könnten hier. Moment. F1. F1 wollte ich doch hin. Habe ich jetzt F markiert, ist auch nicht schlimm. So. Was mir natürlich noch vorher aufgefallen ist, es gab doch noch ein terraformierbarer Planet hier im System, und zwar A2. Da bin ich dann auch noch hingeflogen, weil das kann man ja nicht liegen lassen. Das geht ja gar nicht. Genau. Aber jetzt Anflug auf diesen Gasriesen, Klasse 4 war es, glaube ich, der nah am Stern sein soll. Beziehungsweise der Orbit ist nah dran. Cool. Zwei Zwergpärchen. Wie sieht das Ganze nochmal aus? Ach ja, F, genau. Ja, das ist der F-Stern und. Achso, der ist zusammen in dem System mit dem, mit der Ovidem, genau, ja, der umkreist die zwei hier, genau, und dieses Pärchen da, das mit der Ovidem, die umkreist sich dann. Interessant, interessant. Moment, hallo, F1 hätte ich gerne markiert. Da oben noch was? Nö, ach, das ist der, braune Dings. Braune Zwerg da oben. Cool, guck ich das mal an. Nice. Warum kriegen wir da irgendwie noch schon ein Bild hin? Cool. Guck mal da, das ist doch mal geil, oder? Sehr schön. Da muss ich noch mal gucken, wie viel Lichtsekunde der entfernt ist. Das ist nicht so viel. Und dann scannen wir auch noch mal gerade schon hier sind. Der ist halt ziemlich groß. Hui. Verkappter brauner Zwerg oder so. Aber mal, okay, gut, das ist auch nur M-Stern hier. Wir fließen erstmal hin zum Scanner. Ist bestimmt gut warm hier. Guck mal, wie groß der ist.
So, hi Jessie. Ich muss zuerst scannen. Gut, ich mache das am besten. gibt mir ja prinzipiell Zeit, also feuer mal hier noch einer ab. Dann machen wir hier einer hin. Ups, das ist zu viel. Und vielleicht hier. Und dann eventuell hier. Und vielleicht da. Und vielleicht hier. Und eventuell, vielleicht brauchen wir noch hier einer. Gucken wir mal, was wir hier jetzt so erreichen können. Vielleicht brauchen wir noch ein paar. Und da brauchen wir noch ein paar. 21, ja, den müssen wir mal gucken, wie groß der überhaupt ist. Das ist hier. Oh, das war 2, das war nicht meine Absicht. Was, machen wir einfach mal noch hier einer. Ja, nee, wir haben noch genug Luft. So ist es nicht. Hier und dann am besten muss. Wie weit kann man da raus? Fehler. So, noch einer. So, bin mal gespannt. Ah, Mist! Verdammte Axt! Ich habe gedacht, er geht weiter hoch. Ah. So. Mal gucken, was das bringt. Masse. 642 Erdmasse oder was? Hui. So, mal eventuell noch von hier, wenn er noch abfeuere. Komm, sicher ist sicher. Ah, gut, egal. Wunderbar. Wow. Oh, nein, 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 die will ich auch nicht dort drauf haben. Also die Sonde. Gucke. Ach, genau, das da wollte ich doch. Ah. Da müssen wir woanders dahin. So, warte mal, jetzt muss ich erst mal gucken, wie machen wir das jetzt am besten. was vergessen. So, bisschen Abstand gewinne. Wunderbar. So, und dann warte mal. Fliegen wir am besten mal an dem Gasriesen mal vorbei. Und so ein Bild vor der Sonne könnte man da noch machen. Beziehungsweise vorm Stern. Genau, das ist ein. So, ein bisschen Abstand nehmen. Wenn man schon mal bei sowas ist, kann man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Jetzt frage ich mich, wie lange der Michael immer für seine Aufnahme braucht, die auch immer so richtig gut sind. Okay, gut, wahrscheinlich hat das eher schon bessere Orientierungssinn wie ich. So, warte mal, wie machen wir das jetzt am besten? Ist es so. Bräuchte man es an. Asp Explorer. Bisschen mehr. Blickfeld. Ach, die Anaconda dreht sich so schlecht, wenn sie. Wenn sie steht. Naja, immerhin, so wird.
so geht, denke ich, doch auch. Haben wir Versurmoor. Jetzt. Nein, Hilfe, ich habe alles verstellt. Alles verstellt. Finde man nie wieder. Das ist nicht ganz, was ich wollte, aber kann man das noch schnell hin? Moment, ich muss erstmal nochmal. Oh ne, das war jetzt komplett falsche Richtung. Ne. Ich bin gerade verwirrt, wo muss ich jetzt hin? ich bin Orientierungssinn. Das war ein bisschen zu weit. Verdammt, das war ein bisschen zu weit. Oh Gott. Oh Gott, er eiert hier rum. So, was haben wir dann jetzt? Oh ja, guck mal, da, ja, das lasse ich mal gefallen, das da. Das lasse ich mir doch gefallen, oder? Das untere Rand ist zwar ein bisschen größer, aber das ist doch sehr schon mal egal. Ja, das ist doch schön. Das ist doch genehm. Cool, gefällt mir. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir noch in ein anderes System kommen. Ich habe leider gar nicht im Blick, wie viel Zeit wir noch haben. Das nächste System gucken wir uns noch an. So, auch unentdeckt. Wunderbar. Immerhin noch 17 Objekte. Gucken wir, was wir hier finden. Eishimmelskörper haben wir auch, wunderbar. Oh, da haben wir auch, ist das schon, ist das vielleicht, nee, was er will, ist das nicht. Das ist wahrscheinlich nur diese, ja, genau, nee, ach, Eis, ja, genau, diesen hier. Hier Maus. So, oh, der terraformierbar. Die Nummer 4. Sehr, sehr schön.
So, lass uns mal umgucken. Also, ganz normaler Elfstern. Der du ist terraformierbar. Und hier haben wir Kohlendioxid. Und das war's auch schon. Das sind nur normale Eisplanete ohne Atmosphäre. Naja. Dann. Nummer 4. Ah, okay, gut. Können wir dann direkt hin. Aber ich würde sagen, da fliege ich jetzt so hin, scanne das. Und dann haben wir noch, mal schauen, drei Sprünge, würde ich sagen. Das war's dann für heute. Und bei der nächsten Folge sehen wir uns bei dem orangenen Riese. Und bis dahin dann, bye bye.